Moin Sportsfreund, heute geht es um die feldmäßige Zerlegung des Revolvers Smith & Wesson, Modell 36 für die Reinigung. Und wenn du dabei Schwierigkeiten hast oder sehen möchtest, wie das geht, dann bleib dran. Mein Name ist immer noch Alex und bin der Waffen-Nerd. Bevor wir starten, erst ein Sicherheitscheck. Dafür müssen wir die Trommel ausschwenken und schauen, ob sich noch eine Patrone drin befindet. Als erstes müssen wir die Trommel entfernen. Dafür drehen wir den Revolver auf die rechte Seite und müssen über dem Abzug die Schlitzschraube lösen, denn die sichert die Trommel. Ist das erledigt, können wir die Trommel ausschwenken und Richtung Laufrichtung herausziehen. Die Trommel können wir so reinigen. Als nächstes ist die Griffschale dran. Dafür müssen wir auf der linken Seite des Revolvers die Schlitzschraube am Griffstück lösen. Ist die Griffschraube raus, können wir das Griffstück abnehmen, die miteinander am Griff aufgesteckt sind. Ist der Punkt geschafft, drehen wir den Revolver auf die linke Seite und müssen die Platte abnehmen. Und dafür müssen wir die zwei Schlitzschrauben lösen. Sind die Schrauben gelöst, können wir die Platte entnehmen, indem wir es mit dem Schlitzschraubendreher seitlich aushebeln. Ab hier ist es zu schauen, ob es eine Reinigung nötig ist oder nur leicht nachzuölen ist, um die Funktion aufrecht zu erhalten. Ist die Reinigung erledigt, können wir den Revolver in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammenbauen. Als erstes legen wir die Platte wieder auf. Mit der kleinen Nase oben an der Platte, oben beginnend einstecken und nach unten aufdrücken. Und mit den zwei Schrauben festschrauben. Wir haben zwei unterschiedliche Schrauben. Eine Flachkopfschraube und eine Rundkopfschraube. Die Flachkopfschraube wird hinten am Griffstück verschraubt. Und die Rundkopf vorne am Abzug. Jetzt kommen die beiden Griffschalen dran. Stecken die ein und verschrauben es. Und zum Schluss die Trommel. Stecken es vorn in die Öffnung, über dem Abzug ein, schwenken die Trommel zu, bis sie einrastet. Und verschrauben sie.
Und fertig sind wir. Noch zum Schluss ein Funktionscheck. Wenn alles funktioniert, sind wir durch. Ich hoffe, ich konnte dir beim Auseinander- und Zusammenbau des Revolvers aushelfen oder unterhalten. In dem Sinne, bis zum nächsten Video der Waffen-Nerd. Ciao!